Grüezi. Ich war letztes Samstag schon mal hier. Und dann ja, habe ich eine Führung bekommen. Und so. Ja. Das fand ich mega interessant. Ich habe mit ihm nachher länger diskutiert, fast eine Stunde. Ja. Und dann haben sie mir, also, haben mir ein paar Leute so Programme und so gegeben. Also einfach, ja, halt zum Anschauen. Und dann habe ich das nochmal angeschaut daheim und so. Und ich habe einfach ein paar Fragen aufgeschrieben, weil ja, einfach zum Teil ist es halt nicht so detailliert und so. Einfach, wie es jetzt mit ihrer Religion genau. Auf gewisse Sachen, die mich jetzt halt interessieren würden. Jawohl, können Sie mal da nachholen? Ja, sehr gerne. Ja, danke vielmals. Ein Individuum zu sein. Das schließt den eigenen Körper ein und den Verstand. Es ist ja dran, die höchstmögliche Überlebensstufe für die längstmögliche Zeit für sich selbst zu erreichen. Die zweite Dynamik ist Kreativität. Diese Dynamik umfasst die Familieneinheit und das Aufziehen von Kindern sowie alles, was als eine Familienaktivität kategorisiert wird. Kreativität bedeutet, Dinge für die Zukunft zu erschaffen. Und die zweite Dynamik beinhaltet jegliche Kreativität. Die dritte Dynamik ist Gruppenüberleben. Der Drang, sich eine Gruppe von Einzelmenschen oder als Gruppe zu überleben. Die vierte Dynamik ist die Art oder Gattung. Es ist die Bemühung, durch und als Menschheit zu überleben. Die fünfte Dynamik ist Lebensform. Es ist der Drang, als Lebensform zu überleben. Es ist der Drang, für jegliche und alle Formen des Lebens zu überleben. Es ist Interesse am Lebendigen als solchen. Die sechste Dynamik ist das physikalische Universum oder Mess. Ein Begriff, der sich aus den englischen Wörtern für Materie, Energie, Raum und Zeit herleitet, den Bestandteilen des physikalischen Universums. Es ist der Drang, als physikalisches Universum und mit Hilfe des physikalischen Universums und jedem seiner Bestandteile zu überleben. Die siebte Dynamik ist die spirituelle Dynamik. Der Drang zum Überleben als geistiges Wesen oder der Drang, dass die Lebensquelle an sich überlebt. Die achte Dynamik ist der Drang zum Überleben als Unendlichkeit. Sie wird üblicherweise Gott, höchstes Wesen oder Schöpfer genannt. Sie wird korrekt als Unendlichkeit definiert. Ich bin ja am Samstag schon mal da gewesen. Ja? Freut mich. Ja. Ich bin da gewesen und dann habe ich ein bisschen umgeschaut und so, bin umgeführt worden. Dann habe ich ein paar so Heftchen bekommen. Und ja, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt noch Minuten habe, wenn ich sie okay. Stelle. Aber für mich interessiert. Ja, haben Sie ja. auch schon ein paar Filme gesehen? Ich habe, also da habe ich ein paar gesehen, als ich da gewesen bin. Und dann haben sie mir so einen gegeben zum Thema Drogen. Ja, da habe ich aber noch nie geschaut. Da muss ich noch schauen. Da habe ich noch keine Zeit gehabt. Okay, gut. Ja. Aber ich bin mega blöd, ich komme einfach vorbei, aber ich denke, das kann ich sicher machen. Aha, oder? Okay. Ja. Sie ist der Name. Ich habe sie auf der Website, Facebook-Website. Wieso? Also wo haben Sie mich gesehen? Da auf dem Facebook von Ihnen. Wo haben Sie mich gesehen? Da eben bei irgendeinem Kommentar vom Facebook. Ich habe eben. Aber ich bin gar nicht auf Facebook. Das bin ich. Sind Sie nicht? Nein, bin ich nicht. Dann tut es mir leid. Also, darf ich ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich. Okay. Ja, ich habe nur noch eine Frage. Können Sie das Handy gerade wegstellen? Ja, kann ja. Warum? Weil es gibt eben manche Leute, die meinen, sie müssen uns dann aufnehmen.